Auf die heutigen Daten zur Inflation haben die Märkte jetzt lange gewartet. Wir sehen in den letzten Tagen ja so eine Lull- und Lall-Stimmung an den Märkten. Kaum Volumen, gestern das geringste Volumen seit Februar. Wir sehen, dass die Indizes nicht so wirklich vom Fleck kommen. Der S&P 500, der Leitindex, jetzt viermal hintereinander ist nicht geschafft, das Allzeithoch zu markieren. Wird es heute kommen, weil die Daten vielleicht niedriger ausfallen, die Inflation also geringer ist? Das im Mindesten ist etwas, was andere Märkte so ein bisschen suggerieren. Nicht, dass die heutigen Daten vielleicht niedriger ausfallen, aber dass die Inflation dann in den kommenden Monaten und Jahren nicht besonders hoch ausfällt. Das wird gewettet an anderen Märkten und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Zunächst mal, wie ist die Erwartung heute? Wir hatten zuletzt 0,8%, also im letzten Monat. Heute werden die Daten aus dem Mai veröffentlicht, also aus dem Mai 2021. Prognose ist plus 0,4%, wäre dann also ein Rückgang im Vergleich zur Steigerung des Vormonats, aber plus 0,4% ist denn natürlich immer noch eine Menge Holz, zumal das ja ein Anstieg zum Vormonat ist, also es würde dann hier weiter nach oben gehen und wir sehen, und das ist vielleicht sehr, sehr wichtig, wenn Sie hier sich die Grafik mal anschauen, dieser Balken, der ganz nach unten geht, das ist der Mai 2020, da haben wir also den Tiefpunkt erreicht, was die Verbraucherpreise betrifft, da ging es richtig nach unten, minus 0,8% sind damals in die Preise gefallen. Wenn wir jetzt also die ganze Geschichte zum Vorjahresmonat betrachten, und da hatten wir ja jetzt letztmals die Zahlen mit einem Anstieg von 4,2%, dann muss man berücksichtigen, dass eben im Mai 2020 der Tiefpunkt erreicht war. Dementsprechend die Prognose jetzt ein Plus von 4,7%. Danach allerdings ging es ja mit den Verbraucherpreisen im Jahr 2020 wieder nach oben, nachdem die Corona-Krise so ein bisschen abflaute, vor allem im Sommer. Also das ist zu berücksichtigen, dass dieser Basiseffekt jetzt im Mai, aus dem heute die Daten dann berichtet werden, am krassesten war, am stärksten war. Okay, das mal festgehalten. Was wird passieren, wenn die Daten veröffentlicht werden? Sven Hendrik hat in gewohnt humorvoller Art das folgendermaßen skizziert: Wenn Sie inline reinkommen, also wie erwartet, plus 0,4 und plus 4,7% zum Vorjahresmonat, dann werden wir eine Rallye sehen, weil die Fed weiter drucken kann. Würden die Daten sogar niedriger ausfallen, die Inflation also niedriger ausfallen, dann werden wir sowieso eine Rallye sehen, weil die Fed weiter drucken kann. Wenn die Zahlen deutlich niedriger sind, die Inflationszahlen, dann extreme Rallye, und wenn die Zahlen allerdings höher sind, dann werden wir deshalb schon eine Rallye sehen, weil jetzt die schlechten Nachrichten endlich draußen sind und keine schlechten Nachrichten mehr kommen, kann die Fed also weiter drucken, und wenn die Zahlen deutlich über der Erwartung liegen, die Inflation also noch höher ist, dann sehen wir eine Rallye, weil das natürlich nur transitory ist und wir damit den Peak gesehen haben, also nur vorübergehend. Das bringt so ein bisschen wahrscheinlich die Lage auf den Punkt. Schauen wir uns aber mal andere Märkte an. Hier sehen wir die sogenannten Break-Evens. Das ist ein Markt, der letztendlich die Inflationserwartungen einpreist für bestimmte Zeiträume. Hier mal die 5-Year Break-Evens, also die Inflation in 5 Jahren für die dann folgenden 5 Jahre. Solche Dinge gibt es, meine Damen und Herren. Ja, aber es ist für die Fed ein wichtiges Instrument. Und wir sehen, da sind wir aus diesem Aufwärtstrend der Inflationserwartungen zunächst mal rausgefallen. Wir haben gestern gesehen, dass die Renditen für die 10-jährige Staatsanleihe deutlich unter 1,5% gefallen ist. Also die Renditen gehen zurück. Macht ja eigentlich keinen Sinn, wenn die Inflation wirklich dauerhaft steigen würde. Und wir sehen, dass gestern an den Märkten vor allem energieschwach war, Financials, Industrials und Materials, also all das, was normalerweise von Inflation am meisten profitiert oder von der Inflationserwartungen. Also hier sehen wir, die Märkte folgen so ein bisschen der Fed jetzt, indem man sagt, ja, das wird vorübergehend sein, das wird transitory sein. Ja, schauen wir auch mal die Market Implied Fed Rate an, also das, was die Märkte, die Fed Fund Futures einpreisen an Zinserwartungen in den USA durch die Fed, und wir sehen, auch das ist deutlich rückläufig. Da war man noch im März ziemlich sicher, dass da irgendwann im Jahr 22, Ende 22 dann der erste Schritt kommen wird oder schon gekommen sein wird. Jetzt werden diese Erwartungen nach unten geschraubt. Also das passt alles ins Bild, dass diese Inflation aus Sicht der Märkte nicht so wirklich dauerhaft ist. Was würde das bedeuten aber für die Aktienmärkte? Das ist eine große Frage. Aber zunächst mal auch hier. Es gibt in den USA die sogenannten CPI-Swaps. Man kann also eben
die Verbraucherpreiserwartung auch handeln. Und hier sehen wir, ja, für das Jahr 2021, da ist das noch sehr hoch, geht aber dann runter und pendelt sich so knapp über 2% ein für die nächsten Jahre. Also auch hier die Botschaft, das wird wohl nicht so dauerhaft sein. Die Frage ist, liegen die Märkte damit richtig und was bedeutet das für die Aktienmärkte? Das ist eine nicht unwesentliche Frage, nachdem, wie Sie hier unten sehen, gestern Campbell, dieser vorwiegend Dosensuppenhersteller, gestern gesagt hat, ja, also die steigende Inflation, die steigenden Preise, die lasten auf unseren Profiten. Jetzt hat Burger King davor gewarnt, dass wir eine signifikante Inflation bei Beef und Mayo sehen werden. Also hier sehen wir, dass die Preise nach oben schießen. Wir sehen derzeit massenhaft Anhebungen von Löhnen, vor allem in den USA. Also die Signale sind schon da. Und wir haben auf der anderen Seite ja eine Fed, die letztendlich in dieser Situation nach wie vor 120 Milliarden Dollar an Anleihenkauf von Mortgage-Backed Securities, also praktisch hypothekenbesicherten Anleihen bis normale Staatsanleihen. Und wir haben gestern jetzt bei den Reverse Repos Folgendes gesehen, da wurde erstmals über 500 Milliarden Dollar bei der Fed geparkt. Diese Repo-Geschäfte sind ja normalerweise so, ein institutioneller Player hinterlegt eine Sicherheit in Gestalt einer Staatsanleihe und bekommt dafür Cash. Die Reverse Repos sind genau das Umgekehrte. Die Fed geht her und stellt Staatsanleihen zur Verfügung gegen Cash und die Banken, die werden dieses überschüssige Cash los, indem sie das eben bei der Fed parken und sie tun das in noch nie gesehener Höhe derzeit. Warum? Weil es schlichtweg zu viel Cash im System gibt und wir sehen auch jetzt, dass die Bank Deposits in den USA jetzt massiv gestiegen sind, sodass der Anteil dessen, was an Kreditvergabe in Relation zu den Bankguthaben der Fall ist, deutlich gesunken ist von 75% im Februar auf jetzt nur noch 61%. Die Banken können aus diesem ganzen Cash nicht wirklich etwas machen. Sie haben viel zu viel davon. Also wird es bei der Fed geparkt. Das ist etwas, was auffällig ist und was wahrscheinlich auch die Renditen für US-Staatsanleihen, wie Peter Gandry von der Saxo Bank hier bemerkte, nach unten drückt. Denn da hat man Bedürfnis eher nach Staatsanleihen als nach Cash. Das heißt, die Banken versuchen Staatsanleihen zu bekommen, indem sie Cash eben bei der Fed deponieren. Und damit entsteht Nachfrage nach Staatsanleihen. Und das drückt die Renditen. Das mal nur nebenbei. Aber es ist wichtig in diesem ganzen Kontext. Inflation, Fed, Geld drucken, Anleihekäufe, Banken. Das ist ein wichtiger Zusammenhang. Und wir kommen jetzt zu den Aktienmärkten. S&P 500. Wir sehen, wir sind immer noch in dieser Box. Wenn Sie oben mal gucken beim S&P 500 Chart, sehen Sie den RSI und wir haben ja doch eine ziemlich saftige Rallye jetzt gesehen von den Tiefs. Das letzte Tief war übrigens bei der Veröffentlichung der letzten Inflationszahl, also der letzten Verbraucherpreisdaten aus dem Vormonat vor 4 Wochen. Und hier sehen wir, dass wir damals runtergekommen sind, dann erholt haben und jetzt oben in der Box in der RSI, aber nicht so wirklich mitgelaufen ist. Wir sehen jetzt auch, dass der Dow Jones die schlechteste Performance seit 3 Wochen hat. Wir sehen jetzt den Dow Jones, der hier vorher gestiegen ist, dreimal in Folge mit Verlusten, nicht dramatische Verluste, aber es geht eben auch nicht so weiter. Wir sehen eben, dass Financials, Materials, Industrials nicht mehr so gut laufen, auch weil diese Infrastrukturgespräche zwischen Biden und den Demokraten und den Republikanern so ein bisschen abgebrochen sind. All das stört so ein bisschen dieses Inflationsnarrativ, dieses Boom-Narrativ und das ist eben die Frage, was bedeutet das für Aktien, wenn dieser Boom nicht so kommt, wenn das nicht so dauerhaft ist, weil schon mal diese ganze Infrastrukturgeschichte schwieriger wird, weil steigende Inflation ja auch immer steigende Nachfrage zeigt. Also wenn die Inflationserwartungen jetzt in verschiedenen Märkten nach unten gedrückt werden, möglicherweise eben auch dann die Wirtschaftserwartung zu korrigieren ist. Das sind eben die entscheidenden Fragen, die sich derzeit stellen und die sich derzeit auch die EZB stellen muss, die heute ja auch ihre Sitzung hat mit der Pressekonferenz von Lagarde. Hier mal die Erwartungen von ING DiBa, die praktisch, oder ING, die jetzt hier mal die verschiedenen Szenarien hier postuliert haben, was wäre dovish, was wäre hawkish etc. Es wird eh wieder dovish, das ist zu erwarten. Interessant heute ist, dass die Inflationserwartungen und die Wachstumserwartungen genannt werden. Das passiert ja nicht auf jeder Sitzung.
Da wird man genau hinschauen, ansonsten wird das ewig gleiche Gesülze sein, die Wirtschaft braucht noch die Unterstützung, bla 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 bla, wir müssen also immer weiter drucken. Dementsprechend ist da nicht so wahnsinnig viel zu erwarten, no change, man wird nicht über Tapering oder keine Andeutung über Tapering geben, also über die Reduzierung der Anleihekäufe, das dürfte nicht stattfinden. Nächstes Thema, meine Damen und Herren, Sie sehen, ich switche ganz dynamisch, jetzt haben wir das Thema Bitcoin und das ganz große Ding für die Bitcoiners war ja hier diese Geschichte mit San Salvador. Die haben jetzt hier, oder El Salvador, genauer gesagt, San Salvador ist die Hauptstadt. Hier hat Nayib Bukele, der Präsident, jetzt gesagt, okay, nicht nur, dass wir Bitcoin als Zahlungssystem akzeptieren, das heißt, man kann zum Beispiel auch seine Steuern in Bitcoin bezahlen in El Salvador, das ist also der erste Staat. Die Frage ist eben, wie schaut es mit der Umsetzung aus? Das wird nicht so ganz einfach, eine Parallelwährung einzuführen. Das dürfte schwierig werden, wie ich gestern gesagt hatte, zumal El Salvador ja doch eher eine Bananenrepublik ist. Also wenn der Begriff Bananenrepublik darauf zutrifft, dann auf ein Land wie El Salvador, hatte noch 2012 die höchste Mordrate der Welt, hat sich inzwischen etwas verbessert, ist ein relativ korruptes Land, also in der Rangliste Korruption eher ziemlich weit oben angesiedelt. Aber sei es drum, jetzt hat auf jeden Fall Bukele, der Präsident, vorgeschlagen, hier mit Vulkanemissionen hier diese Energie zu gewinnen, 100% grün, alles clean und so weiter, renewable. Allerdings wurde er dann darauf hingewiesen, dass diese Vulkanabgase sehr, sehr, sehr toxisch sind, extrem toxisch sogar. Also so ganz clean ist es nicht, aber gleichwohl für Bukele und San Salvador ist das natürlich auch ein riesen Marketing-Coup. Allerdings darf man eben nicht vergessen, dass viele, viele Menschen versuchen, aus El Salvador rauszukommen und in die USA zu gelangen. Das tun sie nicht ohne Grund. Und viele schreiben dann, ja, jetzt wird wahnsinnig viel Geld in El Salvador investiert. Da bin ich mir nicht so sicher angesichts der Strukturen, die da herrschen. Die sind nicht so fürchterlich einfach. In Sachen Bitcoin hat Elizabeth Warren jetzt nochmal gesagt, das, was da passiert, ist wilder Westen. Da müssen wir etwas tun, da müssen wir regulieren. Wall Street Journal berichtet jetzt über einen neuen Ransom-Fall, also digitaler Erpressungsversuch bei JBS, die haben wohl 11 Millionen in Bitcoin bezahlt. Jetzt sagen die Freunde des Bitcoins, und ich bin kein Feind des Bitcoins, ich finde dezentrale Währungssysteme gut, bin nur nicht ganz so enthusiastisch wie eben die Fans von Bitcoin, dass Bitcoin die Zukunft schlechthin ist, aber sei es drum. Jedenfalls wird argumentiert, dass diese ganzen Erpressungszahlungen, da sei doch viel mehr in Dollars bezahlt als in Bitcoin nach wie vor. Stimmt natürlich, nur wenn man sich mal das Gesamtvolumen an Dollars und Bitcoin anschaut, dann ist natürlich der Bereich Kriminalität bei Bitcoin schon ein bisschen überrepräsentiert. Das muss man in Relation einfach mal dazu sagen. Spricht jetzt nicht per se gegen Bitcoin, aber ist einfach mal, glaube ich, eine notwendige Korrektur dessen, dass man sagt, ja, ein Dollar wird doch viel mehr Erpressungslösegeld verlangt etc. Klar, aber wenn man sich die Dimension zwischen den umlaufenden Dollars und Bitcoins anschaut, dann stimmt das eben nicht. Jetzt JP Morgan auch sagt hier, der Anteil von Bitcoin an den Kryptowährungen insgesamt ist deutlich rückläufig gewesen, nur noch knapp über 40%. Erst wenn dieser Anteil bei wieder über 50% liegen würde, also wieder steigt, dann wäre das positiv für Bitcoin. Und eine positive Nachricht für Bitcoin auch, Coinbase akzeptiert jetzt offenkundig, dass wer Bitcoin hat, daraufhin dann Kredite bekommt, als Sicherheit dann eben die Bitcoins hinterlegen kann. Das ist, finde ich, schon eine interessante Entwicklung. Ebenso wie eben, dass der erste Staat jetzt Bitcoins akzeptiert, aber es ist eben, wie gesagt, bisher nur eine Bananenrepublik. Und wir sehen mal das Bitcoin-Trading-Volume weltweit, sehen wir die Vereinigten Staaten ganz, ganz klar vorne. Dann kommt nicht China, sondern Russland, dann kommt Nigeria, dann kommt Europa und erst dann China. Das ist interessant, wie hier mal die Relationen sind, was das Trading-Volume in US-Dollars betrifft. Also, heute die US-Verbraucherpreise sind natürlich der zentrale Hingucker bei Finanzmarktwelt.de. Werden Sie informiert, was bedeutet das, was hat das Auswirkungen auf die Märkte? Da wird ein bisschen Nervosität reinkommen nach dieser fast gespenstischen Ruhe der letzten Tage. Die Märkte geben, oder verschiedene Märkte geben schon eine Botschaft, wir rechnen nicht, dass die Inflation so dauerhaft sein wird. Dementsprechend ist die Frage, was werden uns diese heutigen Daten eigentlich sagen? Werden sie krass ausfallen? Werden sie darauf hinweisen, dass wir ein Inflationsproblem haben können? Einfach
oder muss nicht eine längere Zeitstrecke beobachtet werden, um dieses Problem wirklich einzuschätzen. Das ist wahrscheinlich genau der Punkt, weswegen die Märkte jetzt volatil sein werden, aber vielleicht keine wirklich klare Richtung finden, zumindest eine vorstellbare Perspektive. Also Ihnen jetzt einen wunderbaren Start in diesen Donnerstag, 14:30 Uhr bei Finanzmarktwelt. Servus und ciao.